So, ein schönes Segeln ist das. Wind so 3 bis 4 Beaufort. Bin dann am Windkurs Richtung Gaeta unterwegs. Eigentlich dachte ich zuerst, das reicht nicht bis dorthin, weil es war weniger Wind vorhergesagt. Und dann hätte ich da irgendwann mal im Verlauf des späten Nachmittags an einem Strand irgendwo einen Anker fallen lassen. Allerdings mit Welle, weil der Wind da vom Westen kommt, Richtung Land. Wäre vermutlich eine bisschen ungemütliche Nacht geworden, aber gab keine andere Möglichkeit. Aber jetzt, im Moment zumindest, ist der Wind gut genug. Ich bin da mit 5 Knoten unterwegs und werde noch vor Sonnenuntergang Gaeta erreichen, wenn das so weitergeht. Ich hoffe, fingers crossed. Der Wind hat leider nicht ganz durchgehalten. Es ist jetzt nachmittags um 4 und er ist deutlich weniger geworden. Ich fahre im Moment noch mit 3,5 Knoten teilweise. Wird wohl nicht mehr reichen vor Sonnenuntergang in den Hafen rein, aber man kann ganz gut auch vor dem Hafen ankern. Nicht im Dunkeln da in den Hafen rein fahren möchte. Und wenn ich spätabends komme, dann kann ich mir noch die eine Übernachtung sparen. Wobei, ich habe das Gefühl, das Wind hat jetzt wieder ein bisschen so... Ja, er ist noch nicht ganz abgestorben. Aber bisher ein schönes Segeln. Ist auch jetzt noch schön. Sonne, blaues Wasser. Wenig Wellen. Ich habe gedacht, es gäbe mehr Wellen mit diesem Wind, aber irgendwie hat das nicht so wirklich Wellen gegeben, aber das ist auch gut. Vielleicht kommt der Wind wieder noch mal so ein bisschen. So Abendbrise, die noch ein bisschen zunimmt. Mal schauen, ob ich dann in den Hafen reingehe, in Gaeta. Gaeta heißt die Stadt. Oder die erste Nacht mal dort ankere. Wobei schon mal wieder in den Hafen rein, ich habe Wäsche zum Waschen, wieder mal einkaufen, so ein Sixpack an Mineralwasser. Ist halt einfacher, das vom Steg her aufs Boot zu bringen, als da in das wackelige Beiboot und dann noch rudern. Weiß ich jetzt noch nicht, wie es rauskommt, mal schauen. Im Hintergrund hört man vermutlich eine Nationalhymne. Es ist 8 Uhr jetzt gerade gewesen. Ich weiß nicht ganz genau, es hat hier schaut es für mich aus, als wäre das eine italienische Kaserne. Die war nachts auch mit italienischen Farben grün-weiß-rot bestrahlt. Und hier haben wir ein Kriegsschiff, das ist von den Amis. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Die Landeshymnen, die kenne ich nicht. Vermutlich wird eine der beiden Landeshymnen gerade gespielt. Ich bin gestern Abend noch vor Sonnenuntergang hier gewesen. Wollte hier in die Marina. Kann ich schnell mal einen Schwenk machen. Da drüben ist die Marina. Wird beschrieben als sehr nette und hilfsbereite Leute. Allerdings gestern Abend, 7:30 oder so, war niemand da. Auch über UKW gerufen, keine Antwort. Ein bisschen rumgetuckert, niemand da. Ich habe dann einen auf dem Boot gefragt, der hat auch nur mit der Schulter gezuckt und gesagt, wisse auch nicht. Bin ich halt hier vor Anker gegangen. Ist preiswerter für mich. Etwa eine halbe Stunde später dann war plötzlich da Straße entlang, da Autokorso mit Huben und irgendwelche Rauchpetarden und so.
Ich habe auch, wie ich da rumgetuckert bin, irgendwo einen Fernseher laufen hören oder vielleicht Radio mit, mir schien es Fußball. Fußballübertragung und da war dann eben Autokurs mit Hupen und so. Vermutlich haben die Richtigen gewonnen. Ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass gestern Abend Milan italienischer Meister geworden ist. Allerdings Milano ist ziemlich weit weg. Ich hätte jetzt eher Napoli, hätte ich jetzt erwartet hier. Aber ob das Zusammenhang hat damit, dass niemand anwesend war, weiß ich nicht. Vielleicht waren ja alle angestellten Milan-Fans und saßen fiebernd vor dem Fernseher. Hier sieht man den neueren Teil von Gattea mit Promenade, Palmen. Etliche sind da am Fischen. Da kann ich sicher einkaufen, finde ich alles, was ich brauche. Und da drüben, wenn ich da die Kamera weiter schwenke, da drüben rechts vom Kriegsschiff, teilweise vom Kriegsschiff verdeckt halt, ist der alte Teil. Stammt irgendwie aus dem Mittelalter. Soll sich lohnen, werde ich sicher mal einen Blick darauf werfen. Sonst, wie ihr seht, das Wetter ist nicht so toll. Es bleibt hier trocken und auch windmäßig tut sich da gar nichts. Allerdings wird morgen und übermorgen wird da 30, 40 Seemeilen weiter draußen im Westen, da wo ich der Küste entlang Richtung Norden fahren möchte, wird da viel Wind sein. Zuerst von Südosten und da halt die einzigen Ankerbuchten, die es da gibt, eigentlich gegen Südosten offen sind, ist das nicht so toll. Es gibt zwar einen Hafen, irgend 25 Seemeilen von hier, allerdings neigt er zum Versanden. Die letzte Meldung war da Eingang 2 Meter tief, aber ob das immer noch stimmt und ob ich da reinkomme, ist nicht ganz sicher. Und 2 Tage später dann soll der Wind aus Nordwesten kommen. Wäre dann genau gegen an, erstens, und zweitens bringt er auch ein bisschen Gewitter. Muss ich mal schauen, also ich werde jetzt sicher einen Tag hier bleiben und morgen früh wieder gucken, wie die Wettervorhersage ist. Vielleicht bleibe ich dann auch länger, könnte sein, fast eine Woche oder so. Wie gesagt, hier die ganze Zeit hier in dieser Gegend ist nichts mit Wind. Das findet wirklich ein bisschen weiter westlich statt. Zum Glück. Muss ich jetzt halt schauen, wie die Wetterentwicklung ist. Und wie gesagt, kann ich sicher mal die Stadt besichtigen. Vielleicht kann ich da sogar einen Hügel hoch mal von oben angucken. Vielleicht ist es auch Militär, weil da hat es etliche irgendwelche Sendeanlagen oder so. Und da genügend einkaufen und ja, vielleicht komme ich auch dazu, irgendwo Wäsche zu waschen. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Übrigens ein kleiner Einschub, nämlich zu diesem Kriegsschiff. Seit den 60er Jahren ist der Standort des Flaggschiffes der Mittelmeerflotte der US Army hier in Gaeta. Flaggschiff stelle ich mir vor, dass dann der Admiral oder Vizeadmiral oder was auch immer, also einfach die Ranghöchste, wenn es dann irgendwo ernst gilt oder vielleicht mal irgendwie eine ganz wichtige Parade ist, dann wird der wohl auf diesem Schiff sein. Das nur so als kleiner Einschub. Am nächsten Tag habe ich dann eine Wanderung gemacht auf den Hügel hoch. War wunderschön. Ein bisschen anstrengend, aber wunderschön. Hat sich gelohnt.
Uff, wird immer steiler. Aber ich glaube, ich bin bald oben. So, das ist der Top of the Hill, die Spitze des Hügels. Da haben schon die Römer hatten da einen Ausguck gebaut, weil man von hier aus sehr gut die Küste überwachen kann. Wurde später dann auch weiter militärisch genutzt, sogar im Zweiten Weltkrieg, als Posten, um das Ganze zu überwachen. Sendestation für die ersten Telegrafenverbindungen und so weiter. Und von da oben hat man sicher einen schönen Ausblick über die Küste. Hier sind leider Bäume im Weg, aber es gibt sicher irgendwo Möglichkeit, an der Küste entlang zu schauen. Ich muss den nur finden. Und Zugang haben, weil da sehe ich gerade Militärsperrgebiet. Ah, mal schauen, irgendwo. Das hier ist der alte Kern von Gaeta. Gaeta ist schon sehr früh bewohnt gewesen und genutzt worden, so da hinten so als kleiner Naturhafen. Wurde dann bei den Römern wurde das ein wichtiger Hafen. Vermutlich auf der Strecke so Süditalien oder gar Nordafrika nach Rom. Weil die hatten zur Hochblüte hatten die regelmäßige Handelsverbindungen Tunesien, Rom beispielsweise, habe ich gelesen oder hat mir jemand erzählt, da haben sie innerhalb von 3 Tagen haben sie Datteln mit ihren Galeeren von Tunesien nach Rom gebracht. Regelmäßig. Da hatten die in Rom, wer es sich leisten konnte, regelmäßig frische Datteln. Und das war also einer der Hafen, der die Römer da benutzt haben. Und wird heute noch als Hafen benutzt. Wunderschönen Blick von hier oben. Da unten, weit, weit unten, ein Motorboot. Da hinten geht es Richtung Golfo di Neapel. Man kann knapp da die Umrisse von der Insel Ischia sehen. Ne, da. Da müsste Ischia sein. Das ist dann Poncido, wo ich war. Und das ist dann Festland Italien. Das hier ist ein herrlicher Anblick, finde ich.
Ja, hier sieht man nochmals den Monte Orlando, wo ich hochgestiegen bin. Dann Kameraschwenk Richtung Altstadt, diesmal ohne Kriegsschiff, das ist in der Zwischenzeit weggefahren. Bin dann noch ein paar Tage hier geblieben, bis sich das Wetter auch außerhalb beruhigt hat und bin dann weiter gesegelt der Küste entlang, aber darüber das nächste Mal.